Willkommen bei Bildner TV. Er wollte die Hochzeit des besten Freundes oder der besten Freundin fotografieren und habt keine Ahnung, wie das geht? Dann lasst es besser, sonst ist die Freundschaft hin. Allerdings, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung mit Fotografieren habt, dann kommen jetzt ein paar Profi-Tipps. Hallo, ich bin die Caro. Hallo, ich bin der Christian. Ja, wie ist es denn nun? Ich habe jetzt Erfahrung mit Fotografie, habe aber noch nie eine Hochzeit fotografiert. Darf ich mich daran wagen? Na klar. Ja. Daran wagen, ja, es kommt immer darauf an. Wenn ich als Mann jetzt eine Freundin, eine Bekannte auf ihrer Hochzeit fotografieren sollte und ich habe zwar Ahnung von meiner Kamera, aber noch nie eine Hochzeit fotografiert, würde ich sagen, ich gehe das Risiko nicht ein. Ehrlich. Also Hochzeit ist extrem schwierig, ist sehr belastend für einen Fotografen, finde ich, wenn man es professionell macht. Wenn es nur darum geht, die Hochzeit zu begleiten, Schnappschüsse zu machen oder so, und ich habe Ahnung, wie man fotografiert, also grundsätzlich kenne ich meine Kamera und ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung in der Fotografie, klar, spricht ja nichts dagegen. Das sind Reportagefotos, die kann man immer irgendwo auch aus der Hüfte schießen und die Kamera auf Automatik und ein bisschen mitknipsen, das geht. Aber so die klassischen Hochzeitsfotos, die Hochzeitsporträts, das, was Brautpaare sich in einem Hochzeitsalbum wünschen, da würde ich sagen, Finger weg. Würde ich nicht machen. Okay. Bräute können so lange Zähne kriegen, wenn die Fotos vor sich sehen, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Ja, und die Erwartungen sind ja sehr hoch bei einer Hochzeit. Bist du verheiratet? Ja. Du bist verheiratet. Wie waren deine Hochzeitsfotos? Hat das ein Profi gemacht? Oder? Ja, hat Profis? Ein Profi gemacht. Ich kenne eine Menge Hochzeitsfotografen. Mein Schwerpunkt ist es nicht. Ich fotografiere natürlich schon auch ab und zu mal Hochzeiten. Aber die Hochzeitsfotografen, die ich kenne, die haben unglaublich viel Erfahrung. Teilweise haben die auch Auszubildende, die haben Gesellinnen und Gesellen, die schon über Jahre auch ausgebildet werden als Fotografen, Fotografinnen. Und die werden auch nicht alleine auf eine Hochzeit losgelassen, sondern da steckt wirklich wahnsinnig viel Erfahrung drin, eine Hochzeit vernünftig zu fotografieren. Genau festzustellen, und das erfordert viel Fingerspitzengefühl, mal abgesehen von allen technischen Feinheiten, viel Fingerspitzengefühl rauszufinden, was erwarten die Brautleute von einem. Und wenn ich darauf nicht eingehen kann, wenn ich meine eigenen Erwartungen in die Hochzeitsfotografie lege, weil ich vielleicht ein paar Motive im Kopf habe, die ich machen möchte, dann heißt das überhaupt nichts. Wenn meine eigene Vorstellung nicht zu dem passt, was die Brautleute wollen, Katastrophe. Das heißt, das A und O ist eigentlich schon die Vorbereitung. Ich muss mich mit den Brautleuten treffen, fragen, was die wollen, was 100%. Sie erwarten. Ja, und nur dann kann ich mich daran wagen, sage ich mal so. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Es stellt sich auch immer die Frage, spontan oder geplant. Also ich würde sagen, wenn ich eine Hochzeit ernsthaft für jemanden fotografieren soll, auch als Privatmensch, als Amateurfotograf, wenn ich eine Hochzeit fotografieren soll, dann brauche ich Vorplanung. Ich muss... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man den ganzen Tagesablauf fotografiert. Also von in der Früh, vom Anziehen, vom Ankleiden bis abends, bis dann die Party zu Ende ist, bis die Brautleute rausgeschmissen werden. Dann brauche ich Vorplanung. Ich muss den Tagesablauf kennen, ich muss wissen, was passiert, welche Events geplant sind, wo fängt's an, wo treffen sich die Leute, was für ein Auto ist, welches Wetter. Ich muss natürlich aufs Wetter reagieren. Diese Vorplanung ist irrsinnig wichtig und dazu treffe ich mich am besten mindestens einmal mit den Brautleuten. Idealerweise sogar da, wo die Hochzeit dann auch stattfindet. Klar, alle Locations irgendwo abzufahren, das ist sehr aufwendig und das macht eigentlich auch kein Profifotograf. Kirche ist Kirche, Standesamt ist Standesamt. Da kann man drauf reagieren, wenn man Profi ist. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, wäre sogar das sinnvoll, sich die Locations anzuschauen und da abzuchecken, wie sind die Lichtverhältnisse, brauche ich zusätzliches Licht, mit welcher Kamera muss ich fotografieren. Brauche ich Weitwinkel, brauche ich längere Brennweiten? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich kann ja nicht mit jeder x-beliebigen Kamera oder womöglich mit dem Handy fotografieren. Da muss ich schon ein bisschen besser aufgestellt sein, oder? Mit dem Handy würde ich jetzt tunlichst nicht fotografieren, außer mein Auftrag ist, alles reportageartig irgendwo festzuhalten. Dann kann ich natürlich Handyfotos mit Handyvideos kombinieren und dann da irgendwo einen Film zusammenschneiden. Das ist cool, das macht schon auch Spaß. Aber wenn es wirklich um die klassischen Hochzeitsfotos geht, die dann ins Album kommen, da muss ich mir auch meine Ausrüstung entsprechend zusammenstellen. Für Hochzeiten, da die meisten Hochzeiten ja irgendwo innen stattfinden, in einem Standesamt, in der Kirche oder in irgendeinem Saal, die normalerweise nicht perfekt ausgeleuchtet sind mit Sonnenlicht oder auch mit künstlichen Lichtquellen, habe ich immer in der Hochzeitsfotografie wirklich immer mit eher nicht so tollen Lichtverhältnissen zu kämpfen, also wenig Licht.
Das heißt, ich brauche eine Kameraausrüstung, die entsprechend auf wenig Licht ausgerichtet ist. Konkret, ich brauche ein Objektiv oder mehrere Objektive, die sehr lichtstark sind. Sprich, der kleinste Blendenwert, der vorne auf dem Objektiv draufsteht, sollte irgendwo bei f2,8 oder sogar noch weniger liegen. Dann habe ich gute Möglichkeiten, auch in einer relativ schlecht beleuchteten Kirche scharfe Fotos hinzukriegen. Weil wenn die Lichtstärke des Objektivs nicht groß genug ist, also wenn nicht genug Licht durchs Objektiv kommt, wir haben übrigens Videos zu diesen Themen, also diesen technischen Themen, Videos, Objektivtechnologie, Lichtstärke und so, schaut mal nach. Da gibt es eine Menge Videos im Bildner TV, die auch diese Grundlagen erklären. Das ist jetzt hier nicht der Platz dazu. Also wenn ich ein Objektiv habe, das nicht lichtstark genug ist, dann kann ich nur mit Verschlusszeiten fotografieren, die relativ lang sind, und da verwackelt mir alles. Und wie ist es mit Blitzen? Blitzen geht natürlich auch immer. Wenn ich jetzt aber in einer Kirche bin, mit einem hohen Gewölbe, und ich blitze da irgendwie rum, habe ich nur die Möglichkeit, den Blitz frontal auf die Leute zu richten. Mhm. Und das sieht in den seltensten Fällen gut aus, wenn die arme Braut da in ihrem weißen Kleid angeblitzt wird und der Bräutigam im schwarzen Anzug vielleicht daneben sitzt und das Licht eigentlich nicht allzu viel bewirkt. Das ist belichtungstechnisch schwierig. Und dazu kommt natürlich, wenn ich blitz, sieht jeder auf einem Foto gleich, ui, da wurde geblitzt, das sieht aber jetzt nicht so toll aus. Schöne Hochzeitsfotos wirken eigentlich durchs natürliche Licht. Deswegen sage ich im Zweifel lieber ein lichtstarkes Objektiv und die Kamera auf einen höheren ISO-Wert stellen, dann habe ich die Lichtstimmung der Kirche eingefangen, und das ist tausendmal besser als ein hässliches Blitzfoto, wo der Blitz frontal auf die Braut knallt. Also das ist, aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Standesamt wäre was anderes. Wenn ich in einem Standesamt fotografiere und ich habe eine weiße Decke, dann kann ich den Blitz zum Beispiel nach oben an die Decke richten und dadurch das Blitzlicht quasi streuen, als wäre da Tageslicht da. Das ist eine Möglichkeit, um das Blitzlicht nicht direkt auf die Leute zu knallen, sondern eben einfach den Raum aufzuhellen. Das funktioniert schon. Das ist, ja doch einiges, was man da beachten muss. Ja, also, aber wir haben ja Gott sei Dank ein schlaues Buch zum Thema. Bessere Fotos leicht gemacht. Hier findet ihr die ganzen Tipps und Tricks, die uns Christian gerade verraten hat. Aber da geht es ja auch um Eventfotografie. Genau, und ja. Also alles, was wir jetzt hier zur Hochzeitsfotografie sagen, was jetzt Standesamt, Kirche, Location angeht, trifft natürlich auf jede Art von Event zu. Wenn ich irgendwo in einem Innenraum fotografieren muss, egal ob das jetzt eine Hochzeit ist oder irgendeine andere Feier, dann gerade die Sache zum Beispiel mit dem Blitz an die Decke richten, das funktioniert natürlich bei jeder Art von Event. Ja, hast du denn eine Liste mit Motiven, die auf alle Fälle in so ein Hochzeitsalbum gehören? Ja, so eine Liste habe ich mir mal gemacht, natürlich, wobei die irgendwann natürlich in Fleisch und Blut übergeht, wenn man die Motive immer wieder fotografiert und weiß, was ein Brautpaar gerne hätte fürs Fotoalbum, was wichtig ist, dann hat man natürlich irgendwann so eine Liste zurechtgelegt. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, fotografiere ich jetzt zum Beispiel nur die standesamtliche Hochzeit oder nur die kirchliche Hochzeit und dann hinterher vielleicht ein bisschen Party, oder begleite ich das Brautpaar tatsächlich von in der Früh bis in der Nacht, wenn es dann zu Ende ist. Du hast uns ja ein paar Beispielbilder mitgebracht. Dürfen wir da mal reinschauen? Schauen wir uns die an. Schalten wir mal eben aufs Notebook. Ja. Wenn ich denn bei der Braut zugegen bin, während sie sich anzieht. Diese Motive sind immer ganz wichtig und die sind auch recht stimmungsvoll, um einfach so die Vorbereitung in den Tag hinein zu zeigen, zu dokumentieren, wie die Braut die Schuhe anzieht, den Schmuck anlegt, vielleicht auch gerade Close-ups von ihrem Gesicht, wie sie sich die Ohrringe anlegt oder die Kette umlegt, was auch immer. Also diese Dinge fotografiert man normalerweise erstens in stimmungsvollem Licht, das ist immer ganz wichtig, gerade bei solchen Motiven, wenn die Braut irgendwo in einem Ankleidezimmer sitzt oder in ihrem Schlafzimmer oder wie auch immer, dass da Fensterlicht reinkommt. Das wirkt immer wunderschön verträumt irgendwie. Man versucht dann die Ruhe einzufangen, die noch da ist, aber auch so leicht die Aufregung, die jetzt langsam losgeht. Schon, ja. Gleiches beim Bräutigam. Ich meine, die Typen sind normalerweise etwas lässiger, wobei stimmt nicht. Also manchmal sind sie auch ziemlich schräg drauf und nervös. Aber da versucht man natürlich eher coole Posen zu erwischen. Also Schuhe zubinden, vielleicht an der Fliege ein bisschen oder an der Krawatte rummachen. Aber auch hier gilt eher Close-ups, weniger den Raum zeigen, sondern den Menschen. Mhm. Den Menschen und die Details, auf die es ankommt. Auch den Blumenschmuck irgendwo am Revers. Also diese Sachen sind ganz wichtig. Und zieht sich das dann durch den Tag, dass man auf diesen Menschen bleibt? Würde ich schon sagen. Immerhin, es geht um ein Brautpaar. Natürlich bleibt man auf den Menschen. Und was da anfängt mit diesen Close-ups,
Da würde ich dann eher weggehen. Diese Close-ups sind am Anfang ganz gut und natürlich später, wenn dann die Braut und der Bräutigam die Ringe am Finger haben, dann geht man natürlich auch nochmal ganz nah an die Ringe ran. Oder auch eine Kombination aus Brautstrauß und Ring ist auch immer ganz wichtig. Da ist übrigens auch die Frage, arrangiert man quasi den Brautstrauß irgendwo zum Beispiel auf einem alten Holzbrett oder auf einem Baumstamm oder wo auch immer und legt die Ringe dazu. Das ist eine Möglichkeit, machen viele Profis. Oder macht man es wirklich live an den Menschen dran, dass die Braut den Strauß in der Hand hält und die Ringe zu sehen sind von beiden. Muss man halt variieren, muss man gucken. Und sollte man mit dem Brautpaar vielleicht auch absprechen. Sollte man absprechen. Das sind alles Dinge, die man natürlich vorher besprechen sollte. Und klar. Wobei es nicht heißt, dass man nicht spontan reagieren kann. Wenn man jetzt irgendwo sieht, jetzt ist gerade eine besondere Lichtstimmung da oder irgendwas ist schön im Hintergrund, dann sagt mal, hey, könnt ihr euch nicht schnell mal da hinstellen? Und das Brautpaar wird nie was dagegen haben, wenn man sagt, jetzt hier ist ein tolles Motiv, das müssen wir jetzt noch machen. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass die ganz froh sind, wenn man dann auch mal die Initiative ergreift als Fotograf. Mhm. Wir haben ja gerade über Brautstrauß, Details, Ringe und so geredet. Mhm. Also hier haben wir jetzt mal ein Close-up nur vom Brautstrauß. Kleine Kritik gleich dazu. Also das ist ein Foto, das ich aufgenommen habe. Ich darf das also kritisieren. Kleiner Tipp zum Brautstrauß. Der sollte immer direkt zur Kamera geneigt werden. Also der Stiel des Brautstraußes, wie er jetzt hier unten zu sehen ist, ist suboptimal. Okay. Man kann es zeigen, es ist jetzt kein Drama, aber das ist nicht die beste Aufnahme dieser Serie. Da haben wir noch andere gemacht. Der Brautstrauß sollte wirklich nach vorn geneigt werden, zur Kamera hin, dass man sich nicht sieht. Das ist unsinnig. In der Session hier bei diesen Close-ups ging es gerade auch um die Ringe. Deswegen, ich war da sehr auf die Ringe fixiert. Deswegen habe ich übersehen, dass der Brautstrauß einfach nach oben geneigt war. Mhm. Also kleiner Fehler. Kann auch einem Profi passieren, Natürlich passieren auch einem Profi-Fehler. Aber deswegen macht man sehr, sehr viele Aufnahmen. Also man macht wirklich sehr viele aus verschiedenen Perspektiven. Das ist sowieso so ein Tipp. Wenn irgendein Motiv da ist, immer gleich verschiedene Brennweiten, verschiedene Perspektiven, auch mal den Standort wechseln, einfach unterschiedliche Sachen machen, weil viele Dinge sieht man tatsächlich erst hinterher. Mhm. Und ich meine, digitale Fotografie, da ist ja nichts kaputt. Also einfach ein paar Fotos mehr machen, das hilft. Mhm. Schauen wir uns nochmal eben dieses Bild hier an, das ich auf dem Monitor habe. Die Ringe, das ist jetzt so eine klassische Studioaufnahme, dass man einfach ein bisschen Brautstrauß sieht, der aber schon unscharf wird und jetzt Fokus auf den Ring. Da hatten wir dann noch eine. Dazu habe ich ja vorhin gesagt, auch wenn es sich mal ergibt, was zu arrangieren. Wir haben also jetzt hier, ich habe einfach ein Stück Holz mitgenommen, da haben wir die Ringe drauf arrangiert. Im Hintergrund die Hochzeitskerze und der Brautstrauß. Das ist ein schönes Close-up, das auch so im Fotoalbum dann aufgetaucht ist. Sehr schön. Gehen wir mal weiter, was für Motive noch unbedingt sein müssen. Ja. Das Allerwichtigste in der Hochzeitsfotografie ist natürlich das Brautpaar. Also ich brauche das Brautpaar in allen erdenklichen Perspektiven. Wenn denn gewünscht ist, also wenn vorher mit dem Fotografen, also mit mir ausgemacht ist, dass auch Porträts entstehen. Es gibt auch Brautpaare, die sagen, sie wollen keine extra Porträts haben, sie wollen einfach nur die Reportage. Also wollen praktisch den ganzen Tag fotografiert haben, ohne gestellte Porträts, aber meistens kommen halt noch Porträts dazu. Und da muss ich als Fotograf dann schon mich ein bisschen umstellen. Also es geht jetzt nicht um Stimmungen einfangen, sondern es geht um klassische Porträts, die auch ein bisschen Schauspielerei sein dürfen. Mhm. Ich überlege mir, wo arrangiere ich mein Brautpaar, ob das irgendeine Kulisse ist, was weiß ich, vor einem Fluss, irgendwo in der Landschaft, dass man auch ein bisschen sieht, wo findet denn diese Hochzeit statt, dass ein bisschen einfängt, wo sind die Leute. Dann überlege ich mir, ob es irgendwelche besonderen Effekte gibt mit der Sonne im Hintergrund. Gegenlichtaufnahmen sind immer ganz cool. Und auch da, bei diesen Porträts, kommt es natürlich immer darauf an, verschiedene Perspektiven, verschiedene Bildausschnitte, unterschiedliche Stile zu fotografieren, damit einfach ein bisschen Auswahl da ist. Das ist mal das Wichtigste. Mhm. Zum Thema Brautpaar noch ganz allgemein. Wenn das Brautpaar schon Kinder hat, müssen natürlich auf irgendwelchen Fotos auch die Kinder auftauchen, ganz klar. Wenn keine Kinder da sind, natürlich nicht. Aber ich würde immer, also auch wenn Kinder da sind, mal Fotos vom Brautpaar alleine machen, ohne Kinder, aber dann eben auch die ganze Familie. Mhm. Apropos Familie, natürlich dann noch die ganze Familie. Also mit Oma, Opa, Tante, Onkel, die müssen alle irgendwo mal mit drauf, mit Gruppenaufnahme. Also Gruppenaufnahmen sind auch immer ganz, ganz wichtig, egal ob jetzt vor der Hochzeit, während der Hochzeit, am besten arrangiert hinterher,
Ich mache es normalerweise zwischen der Trauung selber und wenn die Leute dann so im Gasthaus den ersten Sekt haben, dann sind alle ganz entspannt und dann trifft man sich nochmal draußen irgendwo oder jetzt in der Halle oder wo man halt gerade ist. Da muss man dann schauen, wie die Location aussieht, wo man alle arrangieren kann. Zur Not gehe ich irgendwo in den zweiten Stock und fotografiere von oben runter und habe dann auch wirklich alle irgendwo im Blick. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Hochzeit mit 120 Leuten habe und die dann alle irgendwo hintereinander auf einer Wiese drapiere, ist es extrem schwierig. Da ist es dann sinnvoller, hochzugehen und von oben runter zu fotografieren. Ist sowieso immer ein cooles Motiv. Schauen wir mal, was haben wir noch an Motiven? Die Junggesellen, die Brautjungfern, das gibt auch immer was her. Die sind meistens recht lustig drauf, weil um die geht es ja nicht. Die sind ja nur Staffage. Die können die Feier so richtig genießen. Aha. Also da ergeben sich immer tolle Motive. Die Deko im Gasthaus, da habe ich ja auch was dabei. Schauen wir mal. Auf dem Notebook da einfach mal so einen Schuss auf die Deko, damit man so das Farbenspiel sieht, damit man sieht, wie wurde hier dekoriert, wie war alles eingerichtet, einfach als Erinnerungsfoto, ist ganz wichtig. Mhm. Das hier ist jetzt eine Überblicksaufnahme, aber da kann man natürlich ganz genauso gut auch, und es ist sehr wichtig, die Details fotografieren. Wenn es jetzt spezielle Blumendeko gibt oder spezielle Serviettenarrangements oder auch die Torte, die Hochzeitstorte, das Kuchenbuffet, der Tisch, auf dem die Geschenke liegen, all diese Details, die sich da ergeben, muss ich fotografieren, unbedingt. Und nicht nur in der Überblicksperspektive, sondern auch nah rangehen. Also gerade diese Close-Ups sind sehr wichtig und sehr stimmungsvoll. Also da sieht man teilweise noch mehr, als wenn man jetzt einfach nur eine Weitwinkelaufnahme vom Brauttisch macht. Das ist also nicht immer die beste Wahl. Man ist als Fotograf auf einer Hochzeit im Dauereinsatz. Man ist im Dauereinsatz und man ist, wenn man gut ist, wirklich permanent auf der Suche nach stimmungsvollen Motiven. Mhm. Also da man muss einfach die Augen offen halten und man hat von der Hochzeit eher weniger, wenn man denn als Fotograf ernsthaft da ist und versucht, Stimmungen zu erwischen. Stimmung bezieht sich natürlich dann auch auf die Gäste. Ich muss die Brautmutter fotografieren, wie sind Tränchen verdrückt. Ich muss den stolzen Papa fotografieren. Also die Leute fotografieren, wie sie teilnehmen, emotional teilnehmen an der Hochzeit. Also ich muss die Menschen erwischen. Und auch die Gefühle einfangen. Die Gefühle einfangen, das ist ganz, ganz wichtig. Was mir jetzt noch einfällt, das Auto ist natürlich auch immer ein Thema. Brautauto, da sind die Brautleute normalerweise nicht stolz drauf, aber es ist ein fester Bestandteil von vielen Hochzeiten, dass man eben mit einem besonderen Auto daherkommt, muss ich natürlich auch in Szene setzen, ganz wichtig. Gerade zum Thema Auto, bestimmte Motive, die finde ich immer ganz besonders schön, wenn die Braut im Auto sitzt und man durch die Scheibe fotografiert. Da kann man als Fotograf auch richtig spielen, was spiegelt sich in der Scheibe, in der Windschutzscheibe oder in der Seitenscheibe. Man versucht auf die Braut zu fokussieren, hat aber gleichzeitig Spiegelungen drin von Leuten, die außen rum stehen. Vielleicht der Bräutigam, der gerade zum Auto hingeht und die Tür aufmacht. Nächstes Thema, Tür aufmachen, Braut steigt aus. Auch das ist ein Motiv, das immer wieder cool kommt. Also dieses Galante, die Tür öffnen und die Braut rausholen aus dem Auto, die ihr helfen beim Aussteigen. Das sind so Dinge, auf die muss man achten, die muss man unbedingt erwischen. Schade, dass wir uns damals noch nicht gekannt haben, sonst hättest du meine Hochzeit fotografieren dürfen. Hätte ich gerne gemacht, aber naja, wie gesagt, da hatten wir noch nicht den Kontakt. Leider. Schade. Ja, und wie gebe ich nun die Bilder an das Brautpaar? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich würde das auch vorher mit den Brautleuten besprechen. Ein Datenträger ist so das Normale, also bearbeitete Bilder auf einen Datenträger, USB-Stick oder auch CD, DVD, falls man sowas noch hat, aber eigentlich USB-Stick. Das ist so ein Weg, wenn denn die Brautleute selber ein Album gestalten möchten. Viele machen es mittlerweile selber, weil die Alben, die man jetzt von dem Fotodienstleister bekommt, die nicht immer unbedingt dem Stil entsprechen, den sich die Brautleute vorstellen. Also das Album ist so eine knifflige Sache. Ich mache zum Beispiel fast nie Alben, weil die Brautleute eigentlich sehr konkrete Vorstellungen haben, welche Motive rein sollen und wie das dann aussehen sollen. Und da mittlerweile sehr, sehr gute Software im Internet gibt, der Fotolabore, mit denen man seine Alben selber gestalten kann und dann quasi auch sämtliche Möglichkeiten hat, ob Ledereinband mit Golddruck oder was auch immer. Da kann man wirklich sehr viel selber machen und da rentiert sich's fast nicht, wenn ich jetzt Amateur bin, dass ich den riesigen Aufwand betreibe. Außer es ist Teil meines Geschenks. Ich kann das natürlich auch so arrangieren oder mit dem Brautpaar besprechen, dass quasi als Hochzeitsgeschenk ich ein Album liefern. Auch eine gute Möglichkeit. Gute Idee, ja. Also.
Ja, und warum sind jetzt so Hochzeitsaufnahmen immer so teuer, wenn ich zum Fotografen gehe? Die sind eigentlich gar nicht teuer. Die sind meistens angemessen, finde ich. Also ich persönlich als Fotograf, der jetzt nicht spezialisiert ist auf Hochzeiten, meine Preise liegen etwas unterhalb derer, die spezielle Hochzeitsfotografen haben. Die haben das gelernt, die haben eine irrsinnige Erfahrung. Also wenn es denn ein guter ist. Ich meine, es gibt auch schwarze Schafe, die gibt es überall. Auch in der Fotografie gibt es Leute, die würde ich nicht mal meinen Hamster fotografieren lassen. Aber trotzdem, wenn jemand wirklich jahrelange Erfahrung hat, und gerade man als Brautpaar, man erkundigt sich ja vorher nach den Leuten, die einen fotografieren sollen. Und wenn man wirklich tolle Qualität haben möchte, so wie man sie vielleicht bei Freunden schon mal in einem Hochzeitsalbum gesehen hat, ja, dann muss ich halt sagen, okay, dann will ich den Profi, ich will den Superprofi haben. Und ein Superprofi kostet halt ein bisschen mehr als der Knipser um die Ecke. Also nur so als Daumenwert, wenn ich einen Fotografen habe, der mich den ganzen Tag begleitet, inklusive aller Bilder und Bildbearbeitung und Album, und ich zahle dafür 1800 Euro, dann muss ich sagen, sorry, das ist es wert. Weil der Fotograf, der ist bei der Vorbereitung dabei, der ist den ganzen Tag dabei, hat wirklich Stress, der weiß, was er tut, der kennt die Motive, der fotografiert genau das, was auch wirklich notwendig ist. Dann sitzt er mindestens, also mindestens 4, 5 Tage an der Bildbearbeitung, an der Nachbearbeitung, weil bei so einer Hochzeit, wenn ich den ganzen Tag begleite, sind 1200 bis 1800 Fotos nichts. Und die muss ich erstmal sichten, muss sie raussuchen, muss sie bearbeiten, muss die herrichten. Dann muss ich ein Album gestalten. Und selbst im Einkauf kostet ein hochwertiges Fotoalbum gleich mal 300 Euro. Also man muss das schon alles relativieren. Natürlich geht es auch günstiger. Und man kann auch den Onkel Otto fotografieren lassen. Und man kann auch als Amateur fotografieren. Und man muss auch gar keine Angst haben, wenn ich mich denn mit meiner Fotokamera auskenne. Aber wenn ich als Brautpaar jetzt wirklich High-End haben will, dann muss ich halt einfach ein bisschen mehr in die Tasche greifen und krieg dann auch High-End. Wie gesagt, schwarze Schafe gibt es überall. Und die Horrorgeschichten von irgendwelchen pappnasigen Fotografen, die haufenweise Geld kosten, aber dann nichts Vernünftiges abliefern, gibt es auch immer wieder. Aber dazu informiert man sich ja vorher. Naja. Ja, aber wer es günstiger haben möchte, der kann ja den besten Freund oder die beste Freundin Genau. fotografieren, Und wenn er darf denn schon aber halt. Erfahrung hat. Genau. Und es ist ja auch alles nachzulesen mit Tipps und Tricks, wie man es am besten macht. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns wieder bei Bildner TV. Bis bald. Bis bald, ciao. Ciao.